Freunde der großen und kleinen Bahn. Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, von einem Fremo-Treffen werden wir hier die Regio-Maus betrachten. Und wir sehen, dass wir hier nicht in Deutschland sind, sondern in der Tschechischen Republik. Und hier haben wir noch ein kleines Nachtbild. Das ist eigentlich entstanden, weil an diesem Wochenende dann mal wieder irgendein Sonnensturm war, der in ganz Deutschland, für Nordlicht gesorgt hat, was man dann auch nur auf dem Handy gesehen hat. Hier ist immer ein ganz kleiner lila Schimmer. Na, da weiß man nicht, ob das wirklich gestimmt hat, aber die Zeit, wo man es hätte aufnehmen können, war also bewölkt und es hat geregnet. Aber kommen wir zum Treffen. Wie immer in meinen Videos von Fremo-Treffen gibt es am Anfang ja erstmal den Arrangementplan. Der ist diesmal ein bisschen bunt geworden. Das liegt einfach daran, dass unsere Module, die wir hier aus Deutschland mitgebracht haben, quer über das ganze Arrangement verteilt waren. Und damit man weiß, wo was hingehört, habe ich es ein bisschen farblich gestaltet, das Ganze. Das Grüne ist übrigens meins, die Weißen sind die tschechischen Module und die anderen Farben sind die von meinen deutschen Fremo-Kollegen, die dann ja nicht alle vor Ort waren. Wir haben auch ein paar Module mitgenommen von Leuten, die da leider keine Zeit für das Treffen hatten. Ja, hier nochmal im Foto. Na, es gab also dort in dem Saal oben eine Galerie, da können wir schön runter fotografieren. Da waren dann auch immer mal Leute, die da zugeguckt haben, was weiß ich, Leute aus dem Ort. Na, da übrigens ganz hinten unter der Galerie ist dann Possendorf. Hier dann nochmal als Bewegtbild. Das ist also hier kurz nach dem fertigen Aufbau. Die ersten Testfahrten werden unternommen, die ersten Züge werden draufgestellt. Öffne Fahrzeugkisten und eine Vogelperspektive aufs Arrangement. Hier nochmal eine zweite Perspektive von einer anderen Ecke aus, gefilmt. Und hier nochmal die dritte, das ist übrigens der deutsche Ast, der jetzt hier in dem Arrangement war. Und es gab unter anderem einen Schnellzug, der hier mit einer tschechischen Lokomotive unterwegs ist und der sozusagen den deutschen Schattenbahnhof mit dem tschechischen verbunden hat und die Lok da nicht nemgerecht. Das gleiche gilt für den Packwagen, ist dann leider mit meinem Bahnsteig kollidiert, weshalb ich sie dann, der hat das sowieso nicht gehalten bei mir, dann über Gleis 3 dann geleitet habe. Also ich habe dann Gleis 3 vorbildwidrig zum einen als Fortgleis gemacht. Die Lok ist übrigens die Baureihe 375 der Tschechischen Staatsbahn und wir gehen jetzt hier wieder das Arrangement ab, so wie es ja in meinen Videos meistens, also zumindest in meinen Fremo-Treffen-Videos meistens üblich ist. Wir hatten den Schattenbahnhof Fellhammer und sind jetzt hier am Einfahrtssignal von Possendorf, was ja diesmal nicht als Endbahnhof, sondern als Durchgangsbahnhof eingeplant war. Und mir wurde schon angedroht, dass das jetzt in Zukunft möglicherweise etwas öfters passiert, weil sich hier die Züge ein bisschen besser kreuzen lassen als in Schwarzbach. Wir haben hier den Hermannschacht und kleinen Andorf, was ich hier also doch in seinem sehr fortgeschrittenen Baustadium, also es gefällt das Feld und noch ein paar Kleinigkeiten und sieht also schon ganz nett aus. Steinbruch Türk, da hat sich nichts verändert und wir haben hier noch ein paar neu gebaute Kurvenmodule. Also auch viel Arbeit noch wartet. Dann haben wir hier Schwarzbach und haben dann hier, achso, dann haben wir hier noch den Kohlehandel und oder Brennstoffhandel und dann hier die deutsch-tschechische Grenze
Und hier einen Bahnhof, den ich als Kvitekov lese. Ich hoffe, dass jetzt jemanden mit Kenntnis der tschechischen Sprache jetzt nicht gerade die Zehennägel abgefallen sind. Ja, da haben wir es nochmal in Schriftform. Übrigens auf der Zeichnung sind die Häkchen da nicht über den Buchstaben, die aus dem C einen Zischlaut machen. Wir haben dann hier im Vordergrund, na, also noch im Rohbau, den Bahnhof Pristav und kommen jetzt hinter der Säule zum Bahnhof Osikow. Ja, ich habe dann immer mal die Namen eingeblendet, na, für den Fall, dass ich es wieder vergesse. Ja, und hier haben wir Berun, der hier auch halb Schmalspurbahn ist. Ja, was ich so, also tschechische Schmalspurbahn habe ich auf Remo-Treffen bisher noch nicht gesehen. Also ich habe ungarische und polnische schon gesehen und deutsche natürlich, aber tschechische bisher noch nicht. Das war jetzt neu. Im Hintergrund übrigens die Fabrik Apollo und dann haben wir hier noch Damil und Lom. Lom, ein sehr schöner, ja wahrscheinlich von der Farbe her ein Kalksteinbruch, also sehr schön gemacht. Gut, der Bagger ist jetzt für die Epoche 2 ein bisschen neu, aber das kann sich doch sehen lassen hier, ne? Das sind wahrscheinlich dann so Fertigfelsen, das sieht gut aus. Wir fangen jetzt hier wieder neu an. Und schauen uns jetzt mal nach dem Blick über dieses tolle Schaltpult, was für mich auch ein bisschen verwirrend war, auf die tschechische Strecke. Einen schönen Fluss, ein Haltepunkt. Dann hier ein paar deutsche Module, die gerade erst fertig gewordene Brücke, also mindestens Modul im Rohbau und Erde drauf. Und dann haben wir hier Loket, was wir ja eigentlich schon relativ häufig im Video gesehen haben. Und wo ja auch Fenstermodellbau betrieben wird. Ja. Und nachdem der Kollege mit Reinigen fertig war, durfte ich dann noch weitergehen. Und hier weiter das Ganze filmen. Ja, wir haben dann hier den Schacht Rabova. Erst nochmal einen Track zurück nach Loket. Jetzt haben wir den Schacht Rabova, der ja auch schon mehrfach in meinen Videos zu sehen war. Der natürlich ein bisschen größer ist als unser Hermannschacht. Und hier dann den weiteren Streckenverlauf. Hier auch nochmal aber war von der anderen Seite, also den Anschluss. So, nochmal das Schild eingeblendet, damit man dann für den, der das weiß, die richtige Schreibweise auch hat. Hier ist dann ein Abzweig und wir kommen hier zum Bahnhof Presno. Der zu Deutsch wohl Priesen heißt, das ist zumindest auf dem Plan so vermerkt. Und wir haben jetzt hier die Einfahrt vom Schattenbahnhof und dazu noch ein Bahnbetriebswerk. Dann haben wir hier nochmal die andere Seite. Wir hatten ja den Abzweig. Und wir kommen hier zu einem Bahnhof, der noch im Rohbau befindlich ist. Das ist Zawidow. Ja, wirkt ein bisschen wie Schwarzbach auf Tschechisch. Und wir kommen zu einem Bahnhof, wo ich kritisiert wurde, dass ich das letzte Mal den Namen nicht genannt habe. Nova Vespod Pleji würde ich es jetzt mal
lesen wollen, ob das jetzt stimmt, das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch einen weiteren Bahnhof im Rohbau. Das ist Dobris. Ja, und nachdem ich jetzt zur Erheiterung meiner Zuschauer alle tschechischen Namen wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, wie gesagt, es gibt Kommentare, da könnt ihr das, könnt ihr das korrigieren. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht lernen. Haben wir jetzt, kommen wir jetzt endlich mal zu diversen Zugfahrten. Ja, diese Lok ist eventuell bekannt, wenn jemand den Kanal der Obererzgebirgischen Aussichtsbahn kennt, wo es ja auch schon ein Video über dieses Treffen gibt. Na, dort hat er also das, ist also eine 5T. Es ist nicht die Pico-Lok, es sind da Teile da drin verbaut, aber da ist viel geändert, die hier gerade einen Güterzug in angemessener Geschwindigkeit, na, also unter dem Video von ihm war ja auch Kritik drunter, dass die Züge da viel zu schnell gefahren sind. Hier sehen wir mal, ja, was wird das sein? 40 km/h, das ist also angemessen für die Lok. Hier haben wir gleich die nächste Lok. Ja, die Baureihe 79, den meisten wahrscheinlich völlig unbekannt, ist also so ein bisschen ein sächsisches Original. Das war früher die Baureihe 15 HTV, die eine sehr interessante Konstruktion war. Die hatte also vorne und hinten eine sogenannte Clean-Lindner-Hohlachse, die also seitlich verschiebbar war. Diese gekröpfte Stange, ne, die Kuppelstange, die war im Original nicht so. Das ist ja ein Trick, Feinartmodell, was also auch auf normalen Anlagen fahren soll. Deshalb ist vorne der Rahmen viel zu breit, also im Vergleich zum Original. Und damit die erste Achse, also die im Vorbild die Clean-Lindner-Hohlachse ist, also viel mehr Seitenspiel hat, als das im Original war. Und da musste man natürlich die Stange kröpfen, was jetzt, naja, ist ein kleines Detail, aber es ist jetzt, naja, als Vorbildfetischist jetzt nicht unbedingt. Ja, die Lok ist also auch nicht mehr original, wie Trix sie ausgeliefert hat. Die hat hier DRG-Schilder und neue Farbe bekommen. Es gab ja, ich weiß nicht, in irgendeiner von meinen Facebook-Gruppen ja die Diskussion, ob die Lok je schwarz-rot lackiert wurde. Ich denke nein. Andere meinen ja. Na, also ich denke aber, dass das hier, wenn man Epoche 2 fährt, die wahrscheinlich richtigere Farbgebung ist. Ja, im Modell war sie bei mir eine Zeit lang stationiert, weil das hatte ich leider jetzt nicht bei dem Rundgang erklärt. Das war also gleich bei mir hinter der Einfahrt ging also eine Kurve und dahinter eine Rampe nach oben, das heißt, unser Schattenbahnhof war nicht auf 1,30, sondern etwas höher. Und naja, auf der Rampe ist ab und zu mal ein Zug verhungert und deshalb gab es dann hier, ich war dann also nicht nur Fahrdienstleiter, sondern ich bin, wenn dann der Zug verhungert war, auf der Steigung bin ich dann ausgerückt hier mit der Lok und habe dann nachgeschoben. Allerdings ist sie dann irgendwie mal gebracht worden für einen Zug, ist dann mal einmal übers Arrangement gefahren, hat dann irgendeine Feder verloren und ist dann abgestellt worden. Defekt. Müssen wir dann mal sehen, ob sich da ein Ersatzteil findet, dass wir sie wieder in Aktion erleben können. Fahrend habe ich sie, glaube ich, nicht gefilmt. Aber nochmal zurück zur Bauweise dieser Art. Da habe ich mich vorhin ein bisschen selber unterbrochen. Das möchte ich jetzt mal fortsetzen. Also wir haben es hier mit einer sechsachsigen Lokomotive zu tun, die zwar ein geteiltes Triebwerk hat, aber eben keine Mallet-Lok oder Meyer-Lok oder was auch immer ist, sondern die Triebwerke sind quasi durch die Zylinder miteinander verbunden. Na, das war eben die Idee, dass sich jetzt hier wie bei einer Mallet-Lok, wo sich dann doch mal ein Triebwerk ein bisschen selbstständig macht und dann eben nur eine Seite schleudert,
Was natürlich immer quasi Energie kostet, ne, beziehungsweise Zugkraft, das wollte man halt hier vermeiden, indem man die Triebwerke verbindet. Was man leider nicht beachtet hat bei der Geschichte, die war sehr, sehr schwierig einzustellen und auch nur geringe Abnutzung der Radreifen brachte es dann mit sich, dass er also wieder neu eingestellt werden musste. Also die Lok hatte einfach riesige Unterhaltungskosten. Und das sorgte dann auch dafür, dass eben diese Baureihe auch nicht weitergebaut wurde. Also es gab nur zwei Stück. Na, das ist also hier 79002, die dann am Ende ihres Lokomotivlebens auch noch Heizlok waren. Na, also das ist wieder so ein Fingerzeig in Richtung, naja, die sind dann irgendwie noch umlackiert worden, ne? Wie das Trix ja auch ausgeliefert hat in Schwarz-Rot. Aber das ist eben eher unwahrscheinlich, weil die, wie gesagt, dann am Ende ihres Lokomotivs Leben Heizlok waren und dann eben 32 und 33 ausgemustert wurden. Ja, so viel zu dieser Baureihe. Ja, dann kommt hier ein Güterzug in Richtung Possendorf. Also ich habe sehr viel von Possendorf aus gefilmt, zumindest in dem ersten Teil, den wir jetzt haben, weil dadurch, dass er Durchgangsbahnhof war, das ist übrigens eine Baureihe 57 hier mit dem Güterzug. Ja, ich hatte viel zu tun, ne? Also es war viel Betrieb. Ich hatte Züge von beiden Seiten. Ich war es auch nicht gewohnt, da waren dann immer so diverse geschlossene Signale, wo dann irgendjemand gewartet hat. Ich habe mich dann immer ein bisschen konzentriert, deswegen ist der Schnellzug ohne Probleme durchgekommen, was mir eigentlich auch jeden Fahrplan gelungen ist. Hier Baureihe 75 vorm Personenzug. Die 89, also die 5T, die wir vorhin gesehen haben, die ist jetzt hier vom Personenzug, also mehr oder weniger Windbergzug, na, nicht ganz, aber fast. Und dann haben wir hier den tschechischen Schnellzug. Die tschechische Lokomotive haben wir dann rausgenommen, weil die gab es dann irgendwelche Probleme. Ich weiß gar nicht, wieso wir hier angehalten Hast du sind. rausgezogen und bleibst da stehen, oder Das war. was? Ja, das kann doch sein, dass es irgend von jemandem ein Kind war, was dann hier mit der Bedienung jetzt ein kleines bisschen überfordert war. Ja, und dann hatte ich ein bisschen Quatsch erzählt vorhin, denn ich habe hier tatsächlich ein Video, wo also die 79 in Aktion ist, auch wenn es noch sehr kurz ist. Und dann haben wir jetzt hier, das Video neigt sich allmählich dem Ende. Noch ein paar schöne Fotos. Das ist, glaube ich, auf der Schmalspurbahn gewesen. Dann haben wir hier nochmal ein Bild aus einer anderen Perspektive. Das ist also von der Bühne aus fotografiert. Ja, und im Fremo neigt mancher eben auch zum Humor. Also hier wird dann mit dem Fernglas der Verkehr kontrolliert, na, vom Stellwerk aus. Das war ein tschechischer Kollege, der dann mal den Betrieb in Schwarzbach übernommen hat. Hier haben wir einen schönen Straßenübergang. Und das ist was ganz Besonderes. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, was das soll. Also Bremserhaus in der Mitte und links und rechts mit Stein beladen. Auf der Schmalspurbahn übrigens. Mir wurde dann erklärt, ich hoffe, ich habe es dann war alles auf Englisch, ne? Da bin ich ja jetzt nicht so die große Leuchte. Wurde mir erklärt, dass das ein Bremswagen ist. Und als Bremswagen muss er natürlich belastet werden, damit die Bremse auch wirkt, ne? Und deshalb die Steine. Und ja, und dann hat er quasi geholfen, den Zug abzubremsen. Hier ist er also nochmal von der anderen Seite in dem Moment gekoppelt auf einen Rollbockwagen. Na, also das sind nicht die, wie wir das jetzt für die sächsische Schmalspurbahn kennen, sondern hier waren Rollböcke im Einsatz und die sind eben alle ungebremst. Na, deshalb diese Bremswagen. Und das wurde mir, wenn ich es richtig verstanden habe, als ein Kuppelwagen erklärt, der also vort und hinten der einen Seite die Schmalspurkupplung, auf der anderen Seite die Kupplung für die Regelspur hat. Hier haben wir noch ein paar schöne Schmalspurlokomotiven, die also dort auf der Strecke unterwegs waren. Auch das fand ich nett hier. Das ist also
würde ich mal Laser Cut vermuten. Ne? Kenne ich den Bassett, kenne ich nicht, weiß ich, wo das her ist. Aber sah auf jeden Fall schön aus. Hier haben wir nochmal so eine Rollbockgrube, wo also die Regelspurwagen aufgerollt werden. Hier nochmal zwei Personenwagen für die Schmalspurbahn. Das war alles doch recht nett gemacht. Ja, kommen wir nochmal zum Kalksteinbruch, der es mir ja so ein bisschen besonders angetan hatte. Und da habe ich hier halt auch noch ein paar Fotos gemacht. Hier haben wir allerdings kurz davor noch eine Holzverladestelle und hier dann den Kalksteinbruch nochmal im Foto, dass man sich das mal noch etwas ruhiger betrachten kann. Ja, hier nochmal die Einfahrt in den Steinbruch. Und dann haben wir jetzt gleich noch sozusagen die Ausfahrt, also die Sicht in der anderen Richtung. Was ich hier mal ein bisschen weiter auswalzen will, es reicht also nicht, wenn man nur Felsen schnitzt, ne? Sondern von den Felsen fällt was runter und das bleibt liegen. Na, egal, ob das ein Steinbruch ist oder irgendeine Felswand, und das wird häufig vergessen. Na? Also, wer jetzt auf seiner Anlage Felsen schnitzen will, irgendwann kommt dazu von mir mal noch ein Video, der sollte das unbedingt beachten, dass also unter den Felsen immer irgendwas herumliegt. Manchmal ist es vom Gras überwachsen, hier im Steinbruch natürlich nicht, weil das natürlich hier auch Leute arbeiten und das wegschaffen. So, gut. Wir wären am Ende des Videos angekommen. Das war jetzt der erste Teil. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile es werden. Ich würde jetzt mal tippen, eventuell 3 oder 4, weil ich habe auch noch Material, was ich nicht gesichtet habe. Und zwar hat diesmal meine Kamera, also sozusagen meine Führerstandssichtkamera, mal funktioniert, das hoffe ich zumindest, dass er funktioniert hat. Also ich habe zumindest das eingesetzt. Und ja, da müssen wir mal sehen, was dann am Ende rauskommt. Ich werde die wahrscheinlich auch nicht, die Videos nach Möglichkeit nicht alle hintereinander, damit ihr jetzt auch ein bisschen Abwechslung habt. Na, müssen wir dann mal schauen, ob wir dazwischen noch ein anderes Thema uns anschauen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.